Der Koloss von Rhodos war eine gigantische Bronzestatue, die am Eingang der Stadt Rhodos errichtet wurde. Die kolossale Statue stellte den Titan Helium dar, der in der griechischen Mythologie eine Sonnengottheit war. Ihr Bau erfolgte nach einem großen militärischen Erfolg. Die Bürger von Rhodos kämpften gegen die makedonische Herrschaft, die eine isolierende Sperre um die Insel Rhodos errichtet hatte. Die makedonischen Invasoren versuchten, die Bevölkerung von Rhodos zu belagern und zu unterwerfen, um sie zu erobern. Die Makedonen investierten ein Vermögen in Belagerungsausrüstung, aber ohne Erfolg. Mit der Unterstützung des ägyptischen Pharaos Ptolemäus überstand Rhodos die Belagerung und vertrieb die Makedonier. Bei ihrem Rückzug hinterließen die Invasoren ein Vermögen an Kriegsgerät, das die Regierung von Rhodos umgehend verkaufte und das Geld für den Bau der kolossalen Statue des Heliums, des Schutzgottes der Stadt, verwendete. Im Jahr 292 v. Chr. Begann der Bau des Kolosses auf einem 15 Meter hohen Marmorsockel. Die Statue hatte eine steingefüllte Messingstruktur. Die meisten dieser Metalle waren einst Waffen, Schilde und Rüstungen der makedonischen Armee gewesen. Nach 12 Jahren war die Statue fertig und der große Koloss von Rhodos, etwa 30 Meter hoch, verblüffte die Seefahrer aus fernen Ländern, wenn sie sich dem Hafen von Rhodos näherten. Über den genauen Standort der Statue und ihre Stellung streiten sich die Experten noch immer. Doch unabhängig von seiner Stellung und seinem Standort war der Koloss von Rhodos in der Tat ein imposantes Bauwerk. Dennoch stürzte die gigantische Statue nach einem starken Erdbeben im Jahr 226 v. Chr. Ein. Die Ruinen waren so gewaltig, dass die Menschen Rhodos nur besuchten, um den gefallenen Koloss zu sehen. Im Jahr 653, als die Insel Rhodos unter arabischer Herrschaft stand, ordnete der Kalif den Abbau der Ruinen des Kolosses an und seine Metalle wurden verkauft. Danach war der Koloss von Rhodos auf die Fantasie der Menschen beschränkt. Wie beim Leuchtturm von Alexandria gibt es nun Pläne, den prächtigen Koloss zu Ehren des Sonnengottes wieder aufzubauen. Der neue Koloss soll zwischen 120 und 150 Meter hoch werden, fünfmal so hoch wie der ursprüngliche. Und er wird fast 300 Millionen Dollar kosten. Es wird erwartet, dass der neue Koloss die gleiche Wirkung haben wird wie sein Vorgänger, was all jene, die ihn zum ersten Mal sehen, in Erstaunen versetzen wird.